Hallihallo und weiter geht's mit Marvel Sturm der Superhelden. Ich würde sagen, wir zocken erstmal ein Duell. So, dann gehen wir, mit wem wollen wir zocken? Wollen wir erstmal unseren Spidey hier ins Boot schicken, checken, was wir mit dem so anrichten können. Oh, gegen den Punisher. Echt extrem starker Kämpfer. Müssen wir gucken, ob wir das packen. Ich bin hier gespannt. Oh, ich dachte gerade, wir rennen in seinen harten Schlag rein, aber hatten wir noch mal Glück? Nein! Auf jeden Fall mal einen guten Combo hingepackt. Von daher brauchen wir uns eigentlich ja nicht so verstecken. Wenn ihr mal seht, mein Special von Spidey zieht nicht so wirklich ab, aber trotzdem haben wir gewonnen und wieder mal ein 17er Combo hingepackt. Von daher brauchen wir uns echt nicht verstecken. 48 Schläge haben wir ausgeteilt, 4 reingesteckt. Und wenn ihr euch dann überlegt, was oben der Balken bei mir gesagt hat, alter Schalter, hat er uns trotzdem extrem viel abgezogen. So, wie gesagt, unser höchster Combo war 31er. Von daher echt cool. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Blitzduell und zocken noch eine Runde. Mit wem wollen wir zocken? Wollen wir einfach mal mit Wolverine hier in den Kampf gehen? Ich würde sagen, yo, gegen Gamora zocken wir. Gucken, ob wir die Braut packen. Auf jeden Fall hat der eine gute Quote, eine 93er Gewinnquote. Schreibt ihr mal eure in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Meine ist ja nicht ganz so gut. Die liegt, glaube ich, bei 80, 85, keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall sieht es sehr gut aus für uns. Wir sind zwar der, wie soll ich sagen, der schwächere Part hier in dem Kampf, aber bis jetzt verkaufen wir uns echt super gut. Aber jetzt sieht es nicht mehr ganz so Bombe aus. Müssen wir gucken, was hier noch so geht, ob wir den Sieg kriegen, aber ich denke schon, bis jetzt brauchen wir uns eigentlich keinen Kopf machen. Jo, da ist der KO perfekt. Wir haben gewonnen mit unserem Wolverine gegen eine stärkere Gamora, aber die konnte trotzdem nicht auf die Reihe kriegen und zu besiegen. 47 Schläge haben wir ausgeteilt und 6er eingesteckt. Von daher wieder mal eine super Quote. So, dann gehen wir gleich nochmal auf Blitzduell. Ich würde sagen, mit wem zock ich, mit wem zock ich, mit wem zock ich. Nehmen wir Black Panther einfach mal mit ins Boot und checken mit dem die Lage. Wir sind jetzt gegen Iron Man am Start. Eine 88er Quote habe ich. Wusste ich jetzt auch nicht, dass sie so hoch ist. Ich dachte 85 oder so. Aber naja, kann sie ja schnell wieder Blatt wenden. Ich muss nur mal einen Kampf verlieren und dann sieht's gleich wieder ganz, ganz anders aus. Deswegen müssen wir uns so echt konzentrieren, weil wir sind jetzt wirklich immer mal, weil wir schon so viele Kämpfe hintereinander gewonnen haben, sind wir immer, wie soll ich sagen, der schwächere Kämpfer hier im Duell. Von daher, wenn er sieht, was der mir abzieht, trotzdem ich immer blocke, ist schon echt heftig. Jetzt machen wir unseren Special. Yo, 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 der hat auch eine Schlange. Das ist natürlich bittere bei den Ein-Sterne-Kämpfer, die haben nicht so eine starken Specials. Von daher ist das immer ein bisschen ärgerlich, aber man kann den Kampf trotzdem gewinnen, wenn man geschickt hier durch die Gegend zockt. Dann müsste es eigentlich klappen. Sehr schön. KO, wir haben den Kampf gewonnen mit unserem Black Panther. Trotzdem es ja nicht so einfach war, wie viele Schläge haben wir ausgeteilt? 49, knappe 50 Schläge und der hat uns 7 verpasst. Von daher muss ich sagen, war wieder mal eine bombastische Runde. So, wir gehen in den nächsten Kampf und zocken. Mit wem wollen wir zocken? Wollen wir unseren Kolossus einfach nehmen? Oh, das wollte ich jetzt nicht.
Gehen wir hier nochmal zurück und nehmen unseren Kolossus einfach. Gehen einfach mal in den Kampf und gucken. Oh, Ying Abomination. Alter, der hat eine 91er Quote. Das ist heftig. Gucken, ob wir packen können. Ich bin gespannt. Ah ja, ich glaube, den Kampf werden wir verlieren. Der Abomination ist einfach zu krass eigentlich. Yeah, der war wichtig. Nein, haben wir wieder den Special abgekriegt. Ey, das gibt's doch ja nicht. Nein! Ja, K.O., Alter, mein Balken ist schon weg. Ich krieg eine Macke. Richtig geil, dass wir das dann in letzter Sekunde doch noch hier gepackt haben. 46 Schläge ausgeteilt, 17 eingesteckt, war trotzdem harter Kampf für uns. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch erstmal durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was, bis dann, ciao.